Es gibt ja Leute, die meinen, wir Buddhisten brauchen nur meditieren und dann wäre alles gut. Aber das stimmt gar nicht. Mitgefühl am Kissen zu kultivieren ist eine wunderschöne Übung. Aber Hungernde wären halt dafür nicht satt. Mich dem Leid der Welt zuzuwenden ist für mich auch ein Teil der Praxis. Eigentlich ist das wirklich eine gute Sache, dass dieses Mitgefühl und die Praxis auch wirklich in die Tat umgesetzt wird. Ja, und aus dieser Idee raus hat sich dann entwickelt, eine Hilfsorganisation zu gründen, die sich zum Ziel setzt, das Mitgefühl dahingehend zu entwickeln, tatsächlich Menschen in Not auch Hilfestellung zu geben. Und dann bin ich aufmerksam geworden, dass in Amerika die Organisation Buddhist Global Relief unter dem ehrenwerten Mönch Bhikkhu Bodhi entstanden ist. Wir haben uns 2018 getroffen und haben den Verein Mitgefühl in Aktion gegründet. Mitgefühl in Aktion was established as a European sister organization to our US organization Buddhist Global Relief. Über unseren Projektpartner Buddhist Global Relief hatten wir sehr schnell auch Projekte. Projektarbeit läuft bei uns momentan so, dass wir für unsere Projekte jeweils einen Projektpaten haben. Als Projektpate halte ich den Kontakt zu dem Projekt, ein Rucksack-Sanitäter-Projekt in Myanmar. Die Rucksack-Sanitäterinnen und Sanitäter leisten medizinische Versorgung unter sehr, sehr schweren Bedingungen. Es sind Gebiete, in denen ethnische Minderheiten leben, die teilweise auch vom Militär verfolgt werden. Wir unterstützen damit speziell die Familien der Rucksack-Sanitäterinnen und Sanitäter. Denn deren Arbeit ist nur möglich, wenn die Familien in Sicherheit an einem sicheren Ort leben. Das heißt, Ausbildung erhalten, Unterkunft, selbstverständlich auch Nahrung. Ich lerne dabei sehr, sehr viel über die Lebensweisen, über die Probleme dort und empfinde das wirklich als eine sehr wertvolle und auch befriedigende Tätigkeit. Ich bin Projektpatin für das Projekt in Kamerun. Ein Projekt insbesondere für ausgegrenzte Frauen und alleinerziehende Mütter. Die können dort vor Ort eine Ausbildung absolvieren. Im Anschluss daran bekommen sie ein kleines Startkapital, um sich selbstständig machen zu können. Das Schöne ist auch, dass sie ihre Fähigkeiten dann auch weitergeben können an ihre Kinder und somit eine bessere Perspektive aufzeigen können für die Zukunft. Meine Aufgabe als Projektpatin ist unter anderem auch, die Mitglieder zu informieren über den Stand des Projekts, damit die wissen, wo die Gelder hinfließen. In der Mongolei unterstützen wir Slum-Kinder. Es sind eigentlich keine Slum-Kinder, sondern Nomadenkinder, deren Eltern aber das Nomadenleben aufgeben mussten und deswegen in die Hauptstadt Ulaanbaatar gezogen sind und dort wie in Slums in ihren Jurten leben, bei minus 40 Grad in der Großstadt. Und da gibt es eine buddhistische Organisation, die sich gesagt hat, wir müssen diesen Kindern helfen und gibt ihnen soziale Hilfe, Schulbegleitung und langsame Eingliederung in eine Ausbildung. Unser Ziel ist eigentlich immer, dass man die Leute in die Lage versetzt, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Und die beste Möglichkeit ist, in eine gute Ausbildung zu investieren. Wir mussten Möglichkeiten finden, uns möglichen Spendern vorzustellen. Und dann ist es aufgefallen, dass wir bereits als Buddhisten sehr viele gute Veranstaltungen haben. Eine davon ist der Buddha Talk, wo Menschen zusammenkommen und sich über verschiedene Wege und Traditionen des Buddhismus durch wechselnde Rednerinnen und Redner informieren können. Und weil wir diese Arbeit sowieso ehrenamtlich machen, haben wir gesagt, alle Spenden, die reinkommen, sollen direkt ohne Abzug in die Hilfsprojekte investiert werden. Kerzen mache ich schon lange und wer mehr als 25 Euro spendet, kriegt sozusagen als Dankeschön so eine Kerze auch von uns zugeschickt. Wir werden sicher nicht den gesamten Hunger besiegen, aber wir können eben auch ein kleines Licht sein, das ein Stück weit Hoffnung gibt und für wenige Menschen einfach auch einen Weg aus dieser Not aufzeigen kann. Ich finde das auch schön, dass Mia hier in Bastorst, in diesem neu entstehenden Retreat-Zentrum, so eine Heimat hat. Hier im Haus finden Retreats statt. Und der Zweck ist, eine Woche Kloster auf Zeit zu erleben. Das ist natürlich eine Zeit tiefer Einkehr, weil es ist unmöglich, sich zu engagieren, ohne nicht von Zeit zu Zeit in Rückzug zu gehen und sich von innen zu stärken. Die größte Gefahr von engagierten Menschen ist Burnout. Und Retreat ist so ein Gegenmittel dagegen. Ein Projekt, das mir auch sehr am Herzen liegt, ist in Indien, initiiert von Aya Yeshe, auch einer buddhistischen Nonne. Da geht es uns hauptsächlich darum, Mädchen, die besonders betroffen sind von Zwangsheirat und sonstigen, zu unterstützen, dass sie einfach ein eigenbestimmtes Leben führen können, eine Berufsausbildung machen, eine schulische Ausbildung absolvieren, um ja ein Stück weit diesem Kreislauf der Armut zu entkommen.
when you see these pictures of children in a foreign country who don't live like you, it can feel a little bit abstract, but I assure you that every euro you give changes a life, rescues a girl from child marriage. Those people are just the same as you. They want good things for their children. And it is personal for them. You know, when you give, it changes a life. Das ist nicht eine anonyme Spende irgendwo hin, sondern man kriegt dann auch Rückmeldungen, was das an Veränderungen bewirkt. Und wie das die Sozialstruktur an den Orten auch verändert. Und das fördert wiederum die Zuversicht, dass Geben Situationen verändert. Wir möchten euch gerne bitten, diesen Verein zu unterstützen, der rein auf Ehrenamt basierend versucht, große Dinge zu bewegen. Man muss auch überhaupt kein Buddhist sein, sondern jeder ist bei uns natürlich herzlich willkommen. Und für uns ist wirklich die Zusage, alles, was bei unseren Spendenmitteln reinkommt, wird auch zu 100% in die Projekte dann auch weitergegeben. Seid aufgerufen, euch zu beteiligen. Wir freuen uns. Er soll ja ein bisschen lächeln, ne? Aber trotzdem noch gleichmütig bleiben. Ja, unser großes Vorbild, das Mitgefühl des Buddha, was alle Menschen einschließt.